Moin Leute, willkommen hier bei Mechabellum. Diesmal bin ich wieder live hier für euch. Okay, aufgenommen ist es zwar und dann ist es nicht live, ihr vielleicht schon, aber ich bin jetzt echt hier nicht am wieder eine Wiederholung am Spiel abspielen, sondern bin jetzt hier wirklich wunderbar dabei. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber es ist ja also. Ja, was war das denn jetzt? Ein Krüppelhusten. Hat sich wohl nicht entscheiden können, ob er raus oder nicht. Meine Güte. Wollen wir halt schon, was habe ich auch als Feind? Oh! Hardcore pushen, also. Alles klar. So, machen wir mal so. Soll ich noch einen weiteren Mustang holen oder mal mehr Kriecher? Weiß ich nicht. Oh. Erstmal, dass ich den Chat anhabe. Ich bin immer so ein bisschen. Hi. Hoi. Hi. Ich kann den Chat auch mal anlassen, aber ich finde es immer nervig, wenn er aufploppt mitten im Game. Deswegen habe ich den immer ausgeklappt. Where are you from, Alter? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Can't remember. Was ist denn das für eine Neugierde, die der Junge hat, ey? Oh! Das ist ja perfekt platzierte Dingens, ey. Gute Sturmruferplatzierung. So, ja, das ist ganz gut. Was hast du da geschrieben? Ja, Ephraim Kant. Oh, ups. Vergessen. Ich bin nicht schlecht im Englischen, muss ich sagen, aber ich glaube, das ist falsch geschrieben. Remember, oder? Oder bin ich gerade irgendwie. Also, egal. Ich bin ehrlich, ich finde die Aufstellung seiner Einheiten richtig interessant, muss ich sagen. Ich kann jetzt halt einfach das machen. Ich frage mich, ob er jetzt Schilde macht oder ob es jetzt einfach so lässt. Das ist ja witzig. Ich glaube, ich werde sich jetzt auf Range gehen bei den schon mal. Nein, why not? Du. Oh ja. Also die einen sind safe tot, die anderen aber leider nicht. Aber die, Ach, der voll harten Hardcore-Fang-Spam, oder was? Wenn dann sind Fangs, glaube ich, gar nicht mehr so eine gute Idee. Wobei, die können auch richtig. No idea. Na, ich glaube, dieses war sogar ein richtig schlechter Pick. Ach, komm mal, immer mal so. Das wird doch nicht so Gespräch, wie ich dachte am Anfang, ne? Ist doch nicht schlimm. Ja, warum nicht? Why not? Wer?
Also ich habe garantiert nichts, um den Festung zu killen, ne? Das ist schon mal klar. Ja, vielleicht gar nicht so gut die Fähigkeit bei den denn die halten jetzt auch an und konzentrieren sich nicht einfach aufs Hinfahren und Schießen. Soll ich denn jetzt eine Festung killen, ey? Na gut, eigentlich, ne? Na, eigentlich schon, ist eigentlich ganz einfach. Ein schöner Schmelzpunkt. Und dann hat sich die Sache schon erledigt. Kann auch gegenhalten, wie viel er will. Yes, why not? Warte mal, die sind ja direkt da am Schießen, ne? Deswegen kann er so machen. Bleib bitte da. Danke. Puh, ich hoffe, ich ziehe jetzt nicht unbewusst die ganze Zeit die Nase hoch. Wenn ja, Entschuldigung. Ah, oh, so ein guter Javelin. Jetzt sind die Mustangs perfekt einfach, um den Weg zu klären für meinen Schmelzpunkt. Ah, der ist schon Stufe 2 jetzt, nice. Los, schmelz sie weg. Oh, what? Ah, er ist aber gestorben, verdammt. Goddammit. Haha! Macht er jetzt immer nur so einen Spam von denen? Das ist ja irgendwie nur cool. So. Gut. Und da, ja, da sitzt der kleine Lili, und der Otti singt ja Leidi. Ich muss eh mal meine Nase putzen, mal meinem Kurz. Okay. Oh ja, schmilzt die weg, Sau. Super. Okay, jetzt schon Schilde und Fangs-Produktionen reingehauen in dieses. Das ist interessant. Also, Problem ist, der Junge kann das wohl eine gewisse Zeit tanken, aber ich glaube, das wird auf Dauer ein bisschen schwer. Na dann, hat ja ganz gut funktioniert, war. Round 6. Oh, Geschwindigkeit. Das ist mal ganz toll. Ja, doch, das machen wir. Mal gucken, was da sonst noch so schöne Sachen gibt, aber ich glaube, das ist ganz praktisch. Ah, verdammt, tut mir leid. Unterbewusst einfach gemacht. Okay, machen wir jetzt mal das machen. Ich möchte eigentlich jetzt auch direkt nochmal Zweier ausbilden. Mal so. Direkt noch ein. Dafür leihe ich mir sogar ein bisschen Geldi.
Und mach dann noch. Ach verdammt, ich kann jetzt gar nichts mehr machen, ne? Verdammt. Ah. Wie viel Schaden macht der? Ich hätte noch ein paar Quader gerne hier bei dem noch als Unterstützung irgendwie. Ich glaube, wir sparen jetzt erstmal das Geld jetzt hier. Ja. Oh! Ich muss sagen, der Größere ist natürlich immer noch stärker als der Kleinere. Ich hatte da schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Okay, das Schild des Kollegen ist natürlich schon echt schlimm. Oh, verdammt. Komm schon, halt dich, Mann. Halt dich, halt dich, halt dich. Oh, danke. Okay, der andere ist draufgegangen. Der andere Melting Point. Das Schmelzpünktchen hat das Level nicht geschafft, genug zu schmelzen, ne? Echt interessant, dass er noch nicht. Warte mal, der hat ja gar keine Reload auf dem auf der Festung drauf. Okay. Interessant. Ja, hätte ich den Schmelzpunkt nicht, dann würde ich nicht mal wissen, ob wir das hinkriegen, den zu killen. Also, auf jeden Fall würden wir es nicht hinkriegen. Aber. Ah. Ist ja niemand erfahren. Auch Bombe. Gar nichts davon haben. Ist jetzt auch noch keine. Sollen wir die direkt dahinter machen oder? Oh, warte mal, wir können einfach mit. Nein, nee, habe ich gar nicht. Verdammt. Was ist. Ah, warte mal. Um 30 verringert das die Reichweite. Der Kollege hat 115 Reichweite. Das heißt, das wäre schon echt wenig, aber mit dem würde es, das wäre aber dann bestimmt zu viel Geld, was wir da rausknallen würden. Deswegen lasse ich das mal. Ich hätte auf jeden Fall eine Idee. Mit das mal auf jeden Fall. Wir haben so viele kleine Crawler, wir müssen auch. Das sind Upgraden, die wäre auch mal ganz schöne gute Idee. Dann level ich die nochmal ab. Da ja, machen wir alles Levelchen, komm. Hier einfach for the fun. Okay. Ich habe Öl jetzt hier. Okay. Soll ich sagen, ich glaube, das Feuer hat irgendwie mir mehr in Schaden zugefügt. Naja. Jetzt gewonnen oder? Nee. Er lebt noch. Okay. Huh. So, da bin ich wieder ein paar grundsätzliche Schwierigkeiten. So, tragbarer Schild oder Barriere? Ich glaube, Barriere ist geiler, weil da schützt du mal deine Mates mit ein bisschen. Ich könnte auch hier drauf gehen, dann würden wir die Kleinen irgendwie besser mehr weghauen. Dann haben wir so wenig Schaden auch noch am Machen. Das ist, ich möchte das irgendwie nicht. Der ist jetzt aufgestiegen und der hat sowieso Heilung. Deswegen gehen wir mal auf den hier damit.
Mir lohnt es sich nicht, Reichweite zu machen, ganz ehrlich. Ha! Mir fällt nichts ein, was ich machen kann. Oh. Ich habe jetzt 900 von meinem Geld, was ich eben, also habe ich jetzt einfach nur übrig. Ey, meine Güte. Oh mein Gott, der ist tot. Der Melting Point Heilige. Richtig hart weggehauen. Oh. Das könnte echt schlecht sein. Finde ich aber irgendwie cool. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Match. Vielleicht gibt es noch ein schönes Turn. Oh. Oh mein Gott. Oh verdammt. Ich dachte gerade, der haut ihn noch weg. Oh, das wäre so gut gewesen. Als ob. Ich habe jetzt 900 Moneten. Kann ich ja. Was kann ich denn machen da am besten jetzt? Warte mal. Das ist eine gute Frage, was ich jetzt machen kann. Ganz viel Kleinvieh, ne? Fang, zu viele Fangs. Der hat hier alles vorne, ey. Ich glaube, ich kann einfach hier ein paar Wasp-Hinten machen und dann einfach alles weghauen. Ganz ehrlich. Und ich will keine Wasp haben. Ich habe 2700, Alter. Hui. Guck dir das an, ey. Ah, ich glaube mehr Reichweite. Ich habe ja noch nichts ausgewählt. Ups. Ach. Was soll ich denn machen? Die Schaden erhöht sich. Oh. Was machen wir? Ich das und das. Haben die ein bisschen mehr Reichweite, aber nicht zu wenig dann auch wieder. Und an sich können wir dann mehrere Ziele gleichzeitig Schaden zufügen. Dann irgendwas gegen die ganzen Massen von den Fangs. Ha. Ich glaube, das lohnt sich dann doch jetzt hier langsam. Ganzen kleinen Pupsteilchen hier wegzuhauen. Nein, ich habe noch Geld übrig. Aber ich habe es wieder zu lang. Als ob der da noch mehr. Als willst du mich verarschen. Oh ja, aber diese mehreren Dingens ist schon echt nice. Guck das an, wie das alles wegschmilzt, Mann. Na, gar nicht mal schlecht. Alles, was in Reichweite kommt, wird weggehaut. Weggeschmolzen, nice. Guckt euch das an. Der mehrfach schmelzende Backofen, keine Ahnung. Komm, heil dich, mein Freund! Oder heilt sich richtig gut dagegen. Als ob das die Antwort war! Und die Fähigkeit ist echt gut, ja. Wenn du so mega viel Reichweite verlierst, ist die echt noch ganz praktisch. Na gut. Haben wir ihn doch noch besiegt, meine Güte. Ja, können wir GG schreiben? Are you alien? GG. Are you alien? Das habe ich gar nicht gesehen. Schade, ich hätte gerne da jetzt drauf geantwortet. Na egal, komm. Ich muss sagen, das war schon aber echt cool. Aber dass er jetzt am Ende noch zwei Festungen raushaut, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Hm, interessant, dass die Festung hier links dann doch noch Stufe 4 erreicht hat, bevor der hier. Ich finde das Bild von der Festung, der hat irgendwie interessant. Ich meine, ja, das ist gut gegen Anti-Einheiten, aber da gibt es jetzt nicht wirklich viel Fangs. Aber naja, wenn ich das.
Hätte ich das eigentlich schon denken können, dass er das nimmt, ne? Reichweite, ja, macht Sinn. Ich bin ehrlich, Reichweite und dann dieses schnelle Nachladen. Dieses 50% weniger Schussrate, also dass du schneller schießt, anstatt zwei halt eine Sekunde, alle jede Sekunde halt nochmal schießen. Ist halt extrem stark. Und dann mit der Reichweite, du verlierst halt ein bisschen Reichweite dazu, aber du kriegst dann nochmal deutlich mehr wieder Reichweite dazu. Und dann noch Scharfschütze. Also das, wo du pro Level der Einheit einfach nochmal Reichweite und Schaden dazu bekommst. Die drei Sachen finde ich eigentlich bei Einheiten, die halt gut, die diese Fähigkeiten haben, sollte ich, würde ich einfach sagen, sollst du es eigentlich immer mitnehmen, weil das eigentlich schon, also so richtig, eigentlich möchte ich mal so richtig geile Sachen machen, wo ich mit Festung spiele und wirklich einfach nur mega hart auf Sniper-Fähigkeiten gehe und wirklich versuche, einfach richtig viele Festungen zu haben, die einfach nur schießen auf Entfernung. Aber brauche ich halt Riesenspezialist für. Das Ding ist einfach, ich habe Riesenspezialist gehabt und ich hätte eigentlich auch irgendwie vor, was mit Riesen zu machen. Habe ich natürlich jetzt auch gemacht mit Schmelzpunkten, aber es war jetzt eher gezwungenermaßen, weil er halt auf Festung gegangen ist. Das ein bisschen zu kontern. Ich wusste auch noch nicht, was ich mit, tatsächlich mit Riesen mache jetzt. Als ich das genommen habe. Aber dann, ja, aber hat er mich jetzt in diese Richtung geschoben. Aber irgendwie hätte ich echt mal Bock, da einfach richtig viele Festungen zu machen, die einfach nur mega hart auf Range gehen. Und einfach nur dauerhaft auf Entfernung snipen. Vielleicht ist dann sogar die Nachladezeit zu nehmen gar nicht mal so clever, wenn du dadurch ein bisschen Reichweite verlierst. Ich glaube, die macht auch 20 Reichweite weniger und dann hast du trotzdem. Weil 120 Reichweite ist halt dann doch schon echt wenig. Wenn du jetzt 40 und dann nochmal 20 minus, dann 120. Naja. So viele lustige Sachen, die man hier ausprobieren kann. Und ich bin ehrlich, das erste Mal, dass diese Fähigkeit dann wirklich bei mir auch was gebracht hat. Weil du musst halt bei dieser Fähigkeit musst du echt vorsichtig sein, weil die kann auch richtig hart dir dann, in den Rücken fallen und den Feind dann gut in die Karten spielen. Muss halt immer aufpassen. Weil manche Fähigkeiten können dir eher den Sieg kosten. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Fähigkeit hier war, aber ich glaube, ich muss die Mustangs an sich auch mal ein bisschen umleveln irgendwie. Ich dann mal gucken, was da noch so für Stuff gibt. Naja. Gut, dann war's das jetzt von dieser Folge Micha Bellum. Ja, danke fürs Sehen. Bleibt gesund, wie immer. Und noch einen schönen Tag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.